Wir haben vom Vermesser 2 Punkte bekommen und soll damit das Schnurgerüst festhalten. Ich erstelle jetzt über Linie abstecken 2 Punkte. Linientyp 3D bedeutet, dass er auch in der Höhe abgesteckt wird. Ich brauche die aber nur in der Lage. Wir definieren den ersten Punkt, das ist der Punkt P4, und den zweiten als P5. Okay, und stecke diesen ab. So, wie wir jetzt sehen, wird meine Position immer im rechten Winkel zu der Achse dargestellt, bestehend aus den Punkten P4 und P5. Wir stehen jetzt ca. 10 Meter von der Achse entfernt und haben P4 ist der erste Punkt, P5 ist der Endpunkt, ein Abstand von 22 Metern. Ich möchte jetzt einen Punkt ca. genau auf der Achse abstecken, und zwar 1 Meter hinter P5. So, wir sind jetzt ca. um 1 cm Verschiebung auf der Achse drauf und ich liege jetzt genau auf der Achse und könnte jetzt hier einen Flock aufschlagen. Insgesamt kann ich auch sagen, ich möchte meine Achse komplett abwinkeln. Ihr seht hier oben bei Linie 1 25,602 Meter. Das ist die Komplettlänge meiner Achse und kann, wenn ich möchte, das Gebiet oder vielmehr meine Bauachse parallel verschieben. Ich nehme jetzt nochmal einen Punkt am anderen Ende der Achse auf. So, wir sind jetzt hier noch genau auf der Achse. Wir sind jetzt mit einem Abstand von 1,60 Meter hinter unserem Startpunkt und können auch diesen Punkt wieder als abgesteckt festhalten.